Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics und im heutigen Video geht es um das Thema, wie ihr zu Hause Beine trainieren solltet. Ich weiß, ich habe neulich, als es hier mal angefangen hat mit Corona und allem Möglichen, schon mal so ein Video gemacht, Beintraining zu Hause, aber im heutigen Video erkläre ich euch wirklich mal so, was ich rein rational so machen würde, wenn ich jetzt hier nicht trainieren könnte und wirklich meine Beingains erhalten möchte und eigentlich sogar verbessern wollen würde. So, weil ihr könnt euch halt jetzt richtig gut mal auf Sachen konzentrieren, die ihr vielleicht normalerweise im Gym nicht machen würdet, weil sie erstens lächerlich aussehen, zweitens man dabei kein Gewicht bewegen muss, drittens im Prinzip geht es einfach nur darum, dass es lächerlich aussieht und ihr die Chicks nicht mehr so impressen könnt. Und da euch zu Hause sowieso niemand zuguckt, könnt ihr euch ja einfach mal dran geben. Denn ich würde, wenn ich jetzt irgendwie nicht ein Gym zur Verfügung hätte und was an meinen Beingains machen wollen würde, würde ich erstens an meinen Schwächen arbeiten, die bei mir primär stabilitätsmäßiger Natur sind. Also wir arbeiten auf jeden Fall unilateral. Und natürlich kann man da auch einiges an Kraft entwickeln, wenn man einfach überlegt, dass man sein eigenes Körpergewicht nur auf einem Bein bewegt. So, wovon spreche ich? Ich würde für jeden, der zu Hause ist, egal ob Anfänger, Fortgeschrittener, wie auch immer, erstmal das Ziel setzen, einen Pistol Squat hinzubekommen. Was ist ein Pistol Squat? Sieht wie folgt aus. Ihr steht auf einem Bein, das andere Bein ist in der Luft und ihr geht kontrolliert, also nicht runterfallen lassen und irgendwie über passive Strukturen wieder nach oben überleben. Das nicht, sondern kontrolliert in eine Beinbeugung und Hüftbeugung gehen. Ja, während das andere Bein oben ist, kontrolliert bis unten hin, bis an den untersten Punkt kontrollieren und dann langsam und kontrolliert auch wieder hoch, ohne dass euer Knie nach innen abhaut, nach außen abhaut, weil dann, wenn ihr das könnt, für eine Wiederholung schon mal, dann habt ihr eine vernünftige Ansteuerung, was eure Adduktion angeht, was eure Abduktion angeht, Hüftstabilität angeht und wenn ihr das Ding vernünftig ausführt, kann ich euch auch garantieren, dass ihr langfristig, was verletzungspräventiv angeht, also quasi so Knieproblematiken, Kniescheibe, dies, das, jenes, auf einem guten Weg seid, weil einfach ein Gleichgewicht herrscht zwischen der Muskulatur, die von innen zieht und der Muskulatur, die von außen zieht. Und das ist so das erste Ziel. Wenn ihr sagt, ey, ich kann schon Pistol Squat, einen oder so, dann sollte euer Ziel sein, 10 am Stück zu können. Also wirklich 10 Pistols, 3 Sätze ballern. Und dann ist es natürlich auch sehr simpel, sich einen Wasserkasten zu holen, also 5, 10, 15 Kilo, also nicht viel Gewicht. Und wenn ihr 90, oder sagen wir, wie ich, 94 Kilo wiegt und dann 10, 15 Kilo in der Hand habt, 110 Kilo pro Bein bewegt, dann habt ihr natürlich schon einiges an Belastung, wenn ihr dann 10 Wiederholungen davon macht, bam, wirklich kontrolliert, auf beiden Seiten natürlich, dann kann ich euch versprechen, dass ihr ein ziemlich geiles Workout habt. So, wenn ihr jetzt aber jemand seid, der gerade mal 80, 90 Kilo Knie beugt und euch fragt, Digga, wie soll das gehen? Wie folgt. Also wir müssen natürlich, ihr könnt natürlich nicht direkt anfangen mit einem Pistol Squat, würde ich gar keinem empfehlen. Ihr müsst euch ja natürlich erstmal rantasten, vor allem die meisten, die jetzt aus dem Krafttrainingsbereich kommen, die jetzt nur gewohnt sind, normal zu beugen, die haben diese Stabilität überhaupt nicht. Und das ist ein großes Problem oder kann zu einem großen Problem werden. Deswegen nutzt die Zeit, die ihr jetzt habt und arbeitet daran, weil beim Beugen ist es halt das Ding, ihr steht auf zwei Beinen, das heißt, ihr könnt die Knie nach außen schieben, wie ihr wollt, es passiert nichts, sie können nach innen kollabieren, es passiert nichts und viele arbeiten dann ja so mit Gummibändern um die Knie rum und drücken das dann nach außen oder irgendwie, aber da arbeitet nichts gegeneinander, ne? Wenn ihr es einfach nach außen arbeitet, drückt ihr nur nach außen, wenn ihr es nach innen zieht, drückt ihr nur nach innen, aber wirklich eine Stabilität, wo die Muskulatur gegeneinander arbeitet. Weil wenn ich jetzt hier einfach nach außen drücke, es geht nicht. Wenn ich hier nach innen drücke, es geht nicht. Es muss gegeneinander arbeiten. Anders kriege ich es nicht stabilisiert. Und deswegen ist das eine ziemlich geile Sache. Und wie ihr das macht, ist, ihr fangt erstmal an, zum Beispiel mit einem Bulgarian Split Squat. Das heißt, ihr versucht, euch mal auf ein Bein zu stellen. Ja? Ich habe das ja schon öfters gezeigt. Und überhaupt erstmal so zu stehen, ohne dass ihr, also wenn ihr so steht, ohne dass ihr im Fußgewölbe wegknickt, ohne dass euer Knie innen ist, ohne dass ihr rausrotiert, ne, dass wirklich die Hüfte neutral ist, nach vorne, das Becken neutral ist, nicht gekippt und ihr überhaupt erstmal so stehen könnt. Und was ihr dann versucht, ist wie folgt, ja, eine natürliche Bewegung aus Hüftbeugung und Beinbeugung zu schaffen. Also nicht einfach nur Beinbeugung hier nach vorne, hier passiert nichts, aber auch nicht Hüftbeugung so nach hinten, sondern wirklich gleichmäßig Belastung auf den Fuß runtergehen, so erstmal nur so ein Stück und dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie es ist jetzt hier, aus der Innenseite, aus dem Adduktor in der Hüftstreckfunktion, hieraus euch hochzudrücken. Nicht nach hinten zu drücken, auf das Bein wieder hier Belastung drauf zu bringen, sondern wirklich, als hättet ihr nur das Bein auf dem Boden, also das hier im Prinzip wie kein Kontakt, ne, dass ihr hier mal reingeht und euch rausdrückt.
Und ihr werdet merken, wie der Gluteus medius, also hier außen am Arsch das Ding arbeitet, hier das Ding wird anfangen zu brennen und so ein bisschen hier die Innenseite, weil die richtig stabilisieren müssen, wenn ihr das langsam kontrolliert macht. Und das macht ihr einfach mal 3x10. Ja? Also immer so tief, wie ihr kommt, dass ihr es noch kontrollieren könnt. Bam. So. Und dann, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und seid sicher da drin, dann geht ihr tiefer. Ja? Also Fuß hinten drauf, Belastung auf dem Vorderfuß. Je tiefer. Ihr versucht aber zu verhindern, dass ihr hier wegknickt, sondern das wirklich neutral zu halten, also hier gegenarbeiten. Also ich zeige es nochmal von hier, dass wenn ihr jetzt runtergeht, dass ihr dann hier irgendwie versucht, mit dem Knie den Boden zu berühren, hier runterkippt, das hier bleibt neutral. Also wirklich hier über die Knie-Hüft-Geschichte runterkommen. Und dann versucht ihr einfach tiefer zu kommen, so beim Bulgarian Split Squat. So, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, so ungefähr auf die Höhe, ja, und auch wirklich schon langsam ein Gefühl dafür habt, dass ihr über das eine Bein, über das vordere Bein immer arbeiten, könnt ihr zum Beispiel hingehen und sagen, ich mache jetzt einen Split Squat im Stehen. Das heißt, ihr stellt euch hin und hier den hinteren Fuß setzt ihr nur auf. Aber nicht so, so dass ihr stehen könnt, sondern so, dass ihr quasi wenig Belastung nur draufbringen könnt, weil es sonst wehtut im Fußgelenk überall. Dass ihr quasi gezwungen seid, aus der Position auch jetzt wirklich hier rüber bam, 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 zu arbeiten und jetzt hier rüber hochzudrücken. Also wirklich wie ein Piston Squat, nur dass das Bein jetzt hinten ist und wirklich so, dass ihr keine Belastung auf das Bein bringen könnt. Hier runter, auch wieder neutral. Und versuchen, über das Bein hochzuarbeiten. Und ich kriege hier schon direkt einen Pump im Abduktor und hier drin. Und wenn ich mit den Keulen hier schon Pump bekomme, dann bekommt ihr den erst recht. Ja? Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel euch ein Papier holen, wenn ihr so einen rutschigen Boden habt, Parkett oder so, oder hier so einen Socken oder so ein Shit. Dann könnt ihr nämlich Folgendes machen, wenn ihr so ein bisschen schon diese Kontrolle drin habt und wisst, okay, Gewicht auf dem Vorderfuß, dann könnt ihr hier anfangen, ja, und auch hier könnt ihr die Zehenspitze draufstellen nur und dann quasi beim Runtergehen den nach hinten fahren lassen, Gewicht aber vorne lassen, bam, weil dann blockiert euch das Bein noch weniger. Dann könnt ihr euch wirklich hier drauf konzentrieren und hier über das vordere Bein arbeiten. Also dann auch darauf achten, dass ihr jetzt nicht euch hier nach hinten setzt und jetzt über das Bein hier diesen Schwung reinbringt, sondern wirklich hier rüber, bam, und hier rüber hoch, bam, Gewicht bleibt vorne. Das hier dient nur dazu, dass euer Bein euch nicht im Weg ist. Und wenn ihr hiervon 3x10 könnt, Kollege, ruhig, ja, wir filmen hier, danke. Wenn ihr hiervon 3x10 könnt, dann könnt ihr ausprobieren, dass ihr euch zum Beispiel an der Treppe oder an einer höheren Position, wie hier zum Beispiel, mal hinstellt, ja, und versucht, nur über das Bein, ohne euch abzustützen, also ohne wegzuspringen oder so, nur über das Bein, upala, aber quasi nur über das Bein, wie ich es gerade gemacht habe, Gewicht hier drauf zu bringen, den Fuß weg unten und darüber rauszudrücken. Quasi einen Step-Up. Und wenn ihr davon 10 Stück schafft, dann könnt ihr versuchen, den Pistol Squat zu machen und so wirklich mal zu sagen, okay, Fuß vorne. Boah, es kann sein, dass ich den jetzt schon gar nicht mehr schaffe nach den ganzen Übungen. Kontrolliert runter. Bam. Kontrolliert hoch. Und ihr seht, wenn ihr davon ein paar macht, es wird anstrengend. Und erst recht, wenn ihr natürlich Gewicht dazu nehmt. Also, ist natürlich jetzt nur Vorderseite, ne, und ein bisschen Hintern und alles Stabilität. Aber also meines Erachtens mit eins der wichtigsten Themen überhaupt, weil wir halt im Fitness nur noch auf zwei Beinen stehen, nur noch parallel alles machen, nichts unilateral. Und die meisten Leute, die unilaterale Sachen machen, machen sie nicht richtig unilateral, weil sie eben diese Stabilitätsgeschichte raus, also mit reinnehmen, ne, also quasi auf beiden Beinen irgendwie stehen. Sprich, by the way auch, nochmal der Kommentar. Ich kriege immer das Ding, nach 15 Minuten bekommt er schon keine Luft mehr. Digga, ich mache hier Übungen und ich rede am Stück, ich komme nicht zum Atmen. Was los mit dir? So, also ich hoffe, dass es klar ist, also so eine leichte Progression, erstmal Step by Step anfangen, ein Gefühl dafür zu bekommen, dann die zwei Varianten ausprobieren, bis ihr 3x10 schafft, dann die Step-Ups und dann eventuell den Pistol Squat. Und dann seid ihr good to go, wenn die Gyms wieder aufmachen, werdet ihr ein ganz neues, ganz krasses Gefühl haben beim Beugen, richtig stabil in der Hüfte sein und ja, einfach bessere Athleten als vorher sein. Ich hoffe, euch hat der kleine Tipp geholfen. Ich hoffe, ihr könnt ihn umsetzen, nehmt das Ganze auch ernst. Ich weiß, dass viele das in der Umsetzung nicht wirklich dann immer hinbekommen, aber es liegt an euch. Ich gebe euch immer wieder die Tipps, so setzt sie einfach um. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.